Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play Dark Souls 2 mit Paxis. Wir befinden uns ja fast in dem Boss Rush, wenn ich so drüber nachdenke, wie viele Bosse wir jetzt in letzter Zeit schon besiegt haben. Erst der komische Boss, der hinten und vorne einen Körper hatte und auf zwei Beinen gelaufen ist, wo das Wasser gestiegen ist. Dann eben der Verfolgertyp, zu dem wir zurückgelaufen sind. Und jetzt sind wir halt wieder direkt bei drei Bossgegnern. Also es ist schon nicht ohne. Was mir auch aufgefallen ist, als ich beim letzten Mal die Aufnahme beendet habe, da habe ich gesehen, dass unsere Healerbar total wenig an Haltbarkeit noch hat. Was ist da denn los? Wie haben wir die denn verloren? Also waren die Kämpfe so anstrengend für die Healerbar? Ich weiß nicht, ob das reicht jetzt für den Bossfight. 16. Aber im Boss, also während des Bossfights, die Waffe zu wechseln, wird super eklig. Ich überlege gerade, ob es irgendwie möglich ist, die erstmal anzuordnen, die Gegenstände. Dann würde ich es nämlich so machen. Ne, es geht nicht. Sonst hätte ich halt die Gegenstände anders positioniert und hätte das halt so gemacht, dass ich. Ja, wobei, ich kann dann einfach schnell aufs Flammschwert wechseln. Okay, dann laufe ich rum. Bam, bam, bam. Ja, das könnte gehen, aber es ist halt echt kacke, ne? Ach ja, aber ich muss dann so machen. Will ja nicht zwei Waffen tragen. Ach so, dann bin ich ja hier. Dann würde ich nach links gehen, das würde auch gehen. Ah, das ist aber schon sehr eklig, muss ich sagen. Aber ich will auch nicht zwei Waffen anlegen, weil das wird einfach zu schwer. Oh, das ist echt scheiße, Mann. Soll ich einen Reparaturpulver benutzen? Ich glaube, das ist das Beste. Einfach kein Risiko eingehen. Also wenn daran der Kampf scheitern würde, wäre es richtig scheiße. So, wo haben wir das Reparaturpulver? Ich habe natürlich keine Ahnung, wie die Sachen aussehen. Ah, das ist ja. So, das sieht schon deutlich besser aus. Und dann ziehe ich noch meinen Pullover aus. Moment. Ach, jedes Mal ziehe ich irgendwas aus. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spielen, also natürlich erstens mein Raum hier aufheizt, das ist schon klar, aber vor allem, ich habe ja gerade erst angefangen, vor allem, na, wo lege ich ihn hin? Da. Vor allem sorgt es halt irgendwie dafür, dass meine Anspannung sich erhöht und ich weiß auch nicht, die Konzentration, das wird wahrscheinlich auch irgendwie dafür sorgen, dass ich mehr Wärme produziere, ich weiß es nicht. So. Okay. Wir wollten uns ja als Kollege, wie viel Energie haben wir? Die ist mittlerweile voll, sehr schön. Wir wollten ja als Kollege jetzt den Ritter rufen. Wie gesagt, ich glaube, das geht nur einmal. Deswegen, es muss einfach ein guter Kampf werden. Ist eigentlich keine gute Idee. Ach, das ist sogar eine Frau, mutige Felicia. Ist eigentlich keine gute Idee. Jetzt direkt, das ist mein, also der Aufnahmetag beginnt gerade für mich, jetzt in der ersten Aufnahme des Tages den zu rufen, weil ich glaube, da ist man immer ein Tick schlechter, als wenn man schon zwei, drei Folgen aufgenommen hat. Aber egal. Mutige Felicia. Na dann komm mal her, meine Fräulein. Meine Fräulein, meine Freundin. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie lange die uns folgt. Also, sie ist auf jeden Fall weg, wenn sie tot ist, aber ich hoffe mal, sie verschwindet nicht einfach irgendwann. So, rein theoretischerweise. Oh, Scheiße! Lief ja richtig gut der Anfang. So, ich hoffe mal. Mein Plan geht irgendwie auf. Ich darf natürlich nicht nachlässig werden, nur weil jetzt noch jemand als Freund dabei habe. Also, so, jetzt bleib bitte hier oben, Felicia. Bleib bitte hier oben. Bleib bitte hier oben. Scheiße. Jetzt muss ich halt auch runter, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich werde sogar noch einen Flakon nehmen, bevor ich runtergehe. Ach, den hätte ich unten nehmen sollen. Ich bin aber auch dumm, ey. Ach, da kommen die anderen. Oh nein. Das wird nichts, der Kampf.
Ja, das war's jetzt. Zu dritt, das wird richtig geil. Scheiße, schön verschwendet die Felicia. Wir haben nicht mal eine umgebracht. Ich wusste nicht, dass die anderen direkt kommen, wenn wir unten sind. Oh. Jetzt muss ich halt überlegen, was ich mache. Das ist echt richtig kacke. Das ist richtig, richtig kacke. Also, wenn wir jetzt alleine dahin gehen und wieder, dann können wir erstmal in Ruhe den einen da besiegen. Das wäre schon mal ganz gut. Dann müssten wir unten gegen zwei kämpfen. Ich habe ja auch im Dark Souls 1 schon gegen zwei Bosse auf einmal gekämpft. Die haben jetzt nicht so viel Energie. Die ziehen halt gut ab, wenn sie einen treffen. Die Angriffsmuster, auch wenn ich die jetzt nicht lange beobachten konnte unten, aber die Angriffsmuster waren jetzt nicht super geil. Was mich halt schon wieder stört, ist, ich verliere Energie, wenn ich runterspringe. Das ist halt schon wieder scheiße. Ich glaube, ich werde es nochmal probieren. Also, es sind auf jeden Fall machbar, das weiß ich. Also, das Gefühl habe ich einfach. Also, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat bei Dark Souls, da ich ja den ersten Teil gespielt habe, habe ich halt ein bisschen Erfahrung. Und mittlerweile haben wir ja auch schon einige Stunden in Dark Souls 2 investiert. Oh, da ist ja auch schon wieder Nebel. Das heißt, wir würden wahrscheinlich, wenn wir in die andere Richtung gehen, einfach nur einen anderen Boss treffen. Aber egal. Ja, jetzt habe ich auch in Dark Souls 2 schon ein paar Bosse besiegt und ein bisschen gezockt und kann eigentlich einschätzen, die sind machbar, auch zu dritt. Gerade wenn ich Handschuhe habe, die werden auf Garantie auch viel zu schwer sein. Oh, den Sound bei mir ein bisschen leiser machen. So. Trifft er mich auch nicht? Oh, scheiße. Was wollte ich sagen? Ja, ich kann erstmal in Ruhe dann Nummer 1 platt machen. Sollte halt versuchen, da wirklich kein Flakon oder sowas zu verschwenden. Oh, die wiegen halt 6,1 Kilo. Das ist einfach nicht gerade so mein Ding. Da werden wir halt einfach zu langsam werden. Nee, das machen wir nicht. Ja, den ersten halt besiegen. Okay. Oh, falsch. Den ersten halt besiegen, am besten ohne Flakon zu benutzen, ohne seinen Drift. Das ist halt auf jeden Fall möglich. Das ist nicht das Problem. Dann irgendwie versuchen, runterzufallen mit voller Energie. Dann verliert man halt ein bisschen was, aber es ist halt nicht so tragisch. Und dann halt versuchen, irgendwie Angriffsmuster entdecken bei den zwei Verbliebenen, dass wir da ohne Probleme die auch platt machen können. Es wird schwer, sobald wir gegen zwei gleichzeitig kämpfen, aber es wird auf jeden Fall möglich sein. Also, es ist auch nicht der absolut, also es ist immer alles möglich, aber es ist auch nicht der absolut super krass schwere Kampf, weil die Angriffsmuster schienen mir noch ganz okay zu sein. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Wichtig wäre halt wirklich kein Flakon bis zu den zwei Verbliebenen zu verbrauchen, wobei die Frage auch ist, habe ich überhaupt die Zeit, den Raum, einen Flakon zu verwenden, wenn ich noch die beiden dann gleichzeitig bekämpfe, wahrscheinlich erst, wenn nur noch einer übrig ist. Das heißt, dass ich dann wohl tendenziell eher so, ich glaube, jetzt kommt jemand. Dass ich dann wahrscheinlich tendenziell eher zu den Lebenssteinen greife, weil die sind schneller einsetzbar, die heilen zwar nicht so schnell wie der Flakon und sind, was die Heilungsgeschwindigkeit angeht, im Nachteil. Aber wo bleiben die denn? Aber man kann sie schneller einsetzen. Das ist der Vorteil. Also sie blockieren nicht so lange die Aktion wie das. Scheiße, jetzt wird's kacke. Jetzt sind es nämlich drei Gegner. Das lief bisher immer so gut. Okay, wir haben 200 auf einmal besiegt. Das ist schon mal gut, das ist nicht gut. Das war's mit meinem ersten Flakon. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich bin so blöd, ey. Die haben mich wieder so aus dem Konzept gebracht. Sobald das einmal passiert, ist man eigentlich schon verloren. Ach, dass so ein Gegner einen besiegt, ist echt lächerlich.
Naja, die Seelen, die noch drinnen lagen in meinen Überresten, waren mir sowieso egal, darum ging es mir gar nicht. Ja, ich überlege gerade, ob es irgendwie Sinn machen würde, da oben zu bleiben, aber ich glaube, wenn man oben, also jetzt bei den drei Bossfights, aber ich glaube, wenn man oben bleibt und dann gegen zwei auf einmal kämpfen muss, ist absolut unmöglich. Da braucht man schon Platz, deswegen. Ja, ich würde schon, wenn ich den einen besiegt habe, runtergehen müssen. Aber wir müssen natürlich erstmal dahin kommen, ne? Das ist auch klar. Ach, das ist ja echt eine blöde Situation mit den Hunden, weil man einfach immer das Risiko hat, dass die einen einkesseln. Ich hätte halt einfach den Typ da nicht runterholen sollen von der. Von der, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das nennen, von dem Turm oder was das ist. Sondern mich erstmal um die Hunde kümmern sollen. Her. Ich wusste es, dass der zweite jetzt auch kommt. Oh, gut, geschafft. Wir haben so ein bisschen Energie verloren, aber es hält sich noch in Grenzen. Oh, jetzt sind beide runtergefallen. Scheiße. Oh, der ist aber schon leicht durch Fallschaden, keine Ahnung. Was? Wer. Hä? Warum haben wir denn schon wieder keine Ausdauer mehr? Wir haben doch den einen besiegt gehabt. Wo kommt denn jetzt der dritte her? Wo ist denn der wieder runtergefallen? Scheiße, jetzt haben wir halt wieder einen Flakon verschwendet. Vor allem, der nimmt keinen Fallschaden, das ist ja auch genial. Wieso nimmt denn der keinen Fallschaden? Komm her. Mann, ach Mann, ach Mann, das geht nicht gut los. Das ist kein gutes Omen, aber was soll's. Überleg gerade, ob ich den Flakon nehme. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt bis zu dem Gegner hinlaufe und dass ich nochmal Energie verliere, wird wohl der Ring mich nicht genügend heilen. Deswegen, ein Flakon werden wir sowieso brauchen. Jetzt können wir nur hoffen, oder was heißt hoffen? Wir müssen einfach so gut spielen, dass wir nicht nochmal uns heilen müssen. Zumindest wäre mir das ganz lieb. Aber ich denke halt eh nicht, dass wir groß im Kampf auf den Flakon zugreifen werden. Schade, ich dachte, ich habe ich beide. Kommen ja einige Seelen von den Hunden. Die Hunde droppen teilweise auch Menschenbilder. Also die sind echt gut, was die Items angeht. Seelen kann man halt immer gebrauchen, logischerweise. Ja, darauf hatte ich gehofft. Seelen kann man immer gebrauchen und Menschenbilder auch, deswegen, das ist ganz cool. Und das Geile ist halt einfach, dass die Seelen, die man einsammelt, die gehen halt nicht verloren, wenn man stirbt. Das ist halt wirklich wichtig. Deswegen sind die viel mehr wert als die Seelen, die man einfach so einsammelt durch gefallene Gegner, weil man da immer das Risiko hat. Oh, jetzt müssen wir hier aufpassen, das ist ja wieder. Sehr geil, vielen Dank. Was hat er sich denn dabei überlegt? Nice. Gut, die machen wir die beiden. Die machen wir so. Ist wieder eine runtergefallen, perfekt. Das ist ein schöner Abschnitt. Man kann zwar auch selber runterfallen, also natürlich hat man auch eine eigene große Gefahr, hier runterzufallen, aber im Großen und Ganzen. Ist es erstmal nicht schlecht, um da zu kämpfen, gerade wenn man jetzt hier wieder die Horden hat, die kommen. Oh, ich bin echt gespannt, ob ich das schaffe. Das wird schwer. Also jetzt gegen die. Gegen die Bosse dann. Das ja wird ja hoffentlich nicht so schwer, da habe ich schon viel Erfahrung. Ich werde direkt zur Meerenge hier gehen.
ich schmeiße es wieder gegenseitig runter. Ist halt echt riskant, ne? Was? Wer hat mich denn da getroffen? Die machen zwei Angriffe. Geh doch mal weiter. Was war das denn? Bin ich wieder an irgendeiner Textur hängen geblieben? Zweite Flakon weg. Einer ist runtergefallen. So, das... Oh nein, der trifft mich. Ich dachte, er kommt erst runter. Dritte Flakon quasi weg. Aber da ich mich wahrscheinlich sowieso mit Lebensstein heilen wollte in dem Kampf, ist es nicht ganz so schlimm. Aber nervig, nervig. Aber wie gesagt, bei solchen Stellen mit so vielen Gegnern, wenn es eng ist, ist klar, immer so einem gewissen Teil eigene Dummheit. Ah, schade, die kommen. Zum gewissen Teil natürlich immer eigene Dummheit, aber ein bisschen Glück gehört halt auch einfach dazu. Gerade wie viel fallen jetzt runter, etc. Lebensstein, besser als nichts. Ihre blöden Klamotten brauche ich nicht. Mehr gedacht und ich sterbe hier sogar. Oh mein Gott. Wie kann ich das denn vergessen, dass hier noch welche sind? Oh, was ist denn los? Schöne Aufnahme. Egal, ich ziehe das durch. Ich will noch einmal wenigstens diesen Boss versuchen und dann entscheide ich halt. Ist halt auch ein weiter Weg. Na, ist ein weiter Weg. Sind viele Gegner bis dahin, bis zu dem Boss. Ist halt einfach so. Es ist scheiße. Muss man so sagen, wie es ist. Und ja, ich muss halt wenigstens noch einmal probieren und dann entscheide ich halt im Endeffekt, ob ich es weiter probiere, ob ich es erstmal sein lasse. Ob ich es nochmal als Mensch probiere und dann halt die Zauberin hole. Aber ich glaube, das wird auch nicht geiler, weil das Problem einfach am Helfer ist, sobald halt dieser Wächter runterfällt, springt er runter. Und dann muss ich auch runter im Endeffekt. Und das will ich nicht, weil dann kommen die anderen Wächter. Also man müsste halt erstmal den einen Wächter besiegen da oben und dann runter und dann halt die anderen zwei bekämpfen. Wenn da der Helfer mitmachen würde, dann wäre es deutlich einfacher, der Kampf. Aber so bringt er halt nicht so extrem viel, weil direkt am Anfang gegen alle drei kämpfen ist wahrscheinlich schwerer als alleine erstmal nur einen besiegen und dann die beiden unten bekämpfen. Deswegen ist schwer einzuschätzen, aber... ist zumindest so mein Gedanke. Ich glaube, ich habe mindestens einen getriggert, hoffe ich mal. Da kommt... Wo kommt der denn her? Der ist auch fast tot. Wo kommt denn der her? Ich verstehe das echt nicht, wo der herkommt. Man muss von irgendwo ganz Verrücktes runterfallen. Komm, komm, beeil dich, fuck, Mann. Genau deswegen soll er sich beeilen, damit ich hier nicht wieder gegen mehrere kämpfen muss. Menschenbild, ich sag's doch. Ich glaube, immer wenn man gegen solche Steine hier schlägt, dann droppt die... Ja, wenn man gegen irgendwas fest wie Steine schlägt und es dann halt so aufklirrt, dann verliert man deutlich mehr Haltbarkeit. Wahrscheinlich habe ich einfach zu oft gegen die Steine geschlagen. Und aus diesem Grunde... Ach, da ist noch ein Hund immer. Und aus diesem Grunde war die Haltbarkeit so im Arsch. Ich darf also nicht so oft an die Wände kommen. Oder muss einfach versuchen, das zu verhindern. Man kann es halt nicht immer 100% verhindern, weil wichtig ist immer erstmal, dass die Gegner sterben. Aber immerhin, jetzt muss ich noch keinen Flakon verwenden, bisher läuft es ganz gut. Zu zweit nerven die halt echt, ne? Ja, diesmal hatten wir einfach auch wieder mehr Glück. Vielleicht habe ich ein bisschen besser gespielt, ich weiß es nicht, aber wir hatten meiner Meinung nach auch einfach wieder mehr Glück. Ja, den Fetten machen wir auf jeden Fall auch noch. Schade. Ach so, okay. Ich dachte, er erwischt diesmal das Ding nicht, aber hat er. Tot. Nice.
Gut, dann machen wir hier jetzt erstmal einen Cut. Und ich hoffe, dass ich dann ja den restlichen Weg ähnlich gut bestreite wie gerade eben den ersten Teil des Weges. Wir haben noch keinen Flakon verwendet. Aber das ist, denke ich, gar nicht mal so wichtig in dem Bossfight. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.